Berlin-Litauens Außenminister Linas Linkevičius hat Russland vorgeworfen, mit dem militärischen Großmanöver ZAPET 2017 im vergangenen September einen Angriff auf NATO-Staaten in Europa trainiert zu haben. Der Charakter der Übung war nicht defensiv, sondern rein offensiv angelegt, sagte Linkevičius dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND. Die Version des Kremls, es habe sich um eine Übung zum Kampf gegen Terroristen gehandelt, gehört ins Reich der Märchen. Es sei vielmehr ein weiterer Versuch Russlands gewesen, auf einem hohen Niveau von Intransparenz seine militärischen Muskeln spielen zu lassen. Besonders im Kaliningrader Gebiet, dem nördlichen Teil des früheren Ostpreußens, seien weit mehr Soldaten und Waffen zum Einsatz gekommen als von Russland angegeben. Während Moskau offiziell von knapp 12.000 Teilnehmern sprach, gehen westliche Beobachter von bis zu 100.000 russischen Soldaten aus, die sich zwischen der Kola-Halbinsel im Norden und der Grenze zur Ostukraine im Süden mehr als eine Woche lang im Manöver befanden. Dem litauischen Verteidigungsministerium liegen nach RND-Informationen seit Monaten russische Pläne vor, die nicht nur eine Besetzung der drei baltischen NATO-Staaten Litauen, Lettland und Estland, sondern auch von Teilen Finnlands und Schwedens vorsehen. Von Jörg Köppiker, RND.